WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 23. Oktober 1916. Der Geburtstag des Industriellen und Politikers Philipp Rosenthal. Du kommst mir doch jetzt nicht mit Rosenthal. Doch, heute soll es so sein. Heute jährt sich der Geburtstag von Philipp Rosenthal, der 1916 zur Welt kam und vieles in seinem Leben gesagt und getan hat, das heute noch inspirierend ist oder nachdenklich macht. Er war deshalb außergewöhnlich, weil er als Millionär in die SPD eintrat, weil er als Unternehmer im Bundestag saß, weil er als junger Mann in der Fremdenlegion gedient hatte. Er war Porzellanfabrikant, passionierter Bergsteiger, Sportler ganz und gar. Er war von Botschaften beseelt, die er immer und immer wieder in der Öffentlichkeit wiederholte. Ja, es sind ziemlich viele Weggefährten, die mir von ihm auch berichtet haben, dass er in seiner ganzen Brillanz manchmal sehr anstrengend werden konnte, sagt Alexandra Siemen-Butz. Sie hat ihre Doktorarbeit in Wirtschafts- und Sozialgeschichte über Philipp Rosenthal geschrieben. Sie hat ja zum Beispiel diesen ganz berühmten Spruch von ihm in seinem Büro hängen gehabt. Es gibt kein Wenn und Aber, es gibt nur ein Wie. Ja, das habe ich auch schon gehört. Törpin Rosenthal, einer von Philipps Söhnen, nach ihm ist auch ein Berg im Karakorum-Gebirge in Asien benannt. Erstbesteigung des Vaters. Und seine Philosophie war, es gibt eigentlich ganz wenig Botschaften, die er, so hat er es gesagt, überbringen möchte. Und deswegen hat er sie auf jedem Kanal wiederholt. Du kommst mir doch jetzt nicht mit Rosenthal. Wir brauchen jetzt Schmidt und Kohl. Schmidt oder und Kohl. Das hier war ein Fauxpas im Fernsehen 1982. Bundestag, das konstruktive Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Helmut Schmidt stand an. Deshalb wollte Moderator Friedrich Nowotny Schmidt und oder Kohl und nicht Rosenthal, der bei diesem Duell keine Rolle spielte. Dass Nowotnys Ansage aus Versehen bereits von den Kameras übertragen wurde, soll Rosenthal mit Humor genommen haben. Er war im Fernsehen ohne etwas dafür zu tun. Prima. Er war tatsächlich ein Mann, der die Öffentlichkeit mochte und gerne überall auftrat, wo er dann auch seine Botschaften unterbringen konnte. Erfolg im Leben ist etwas Sein, etwas Schein und sehr viel Schwein. Ein typischer Rosenthal-Spruch, der zu seinem Leben passt. Er war der Sohn des Porzellanfabrikanten Rosenthal, der zuerst in Werl und später in Selb im Fichtelgebirge seine Fabrik für hochwertiges Geschirr gebaut hatte und noch weitere Firmen dazu kaufte. Philipp sollte auch ins Unternehmen einsteigen. Das tat er. Allerdings machte er vorher ein paar Umwege, die ihm schon in jungen Jahren eine beachtliche Lebenserfahrung brachten. Auf der Brücke zum Fort steht eine Wache, die Zivilisten rein, aber nicht rauslässt. Ist man einmal an diesem Posten mit seinem weißen Käppi und dem zerfurchten, ausdruckslosen Gesicht vorbei, dann dauert es 5 Jahre, bis man die Brücke wieder in umgekehrte Richtung überschreiten kann. Man ist in der Legion. September 1939. Der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen und Philipp meldet sich in Marseille in der Fremdenlegion. Bis dahin hat er einige Jahre in England gelebt, in Oxford studiert und nach britischer Schreibweise das dritte P am Ende seines Vornamens eingebüßt. Die Familie war 1934 ausgewandert, weil der Großvater Jude war. Für Philipp hatte das zuvor keine Rolle gespielt. Im Gegenteil. Das ist gut, dass Sie das anschneiden für die heutige Politik. Wird er viele Jahre später in einem Interview erzählen und dann wieder eine seiner Botschaften unterbringen. Ich war ein Hitlerjunge, das heißt, ich hatte keinen Dunst, dass einer meiner Großväter Jude war und bin in die Hitlerjugend gegangen. Und warum? Weil es damals bei den normalen politischen Parteien keine Ideale gab. Und wenn junge Leute keine richtigen Ideale haben, dann gehen sie auf die falschen Ideale. Und es ist gut, dass Sie es heute anschneiden, denn ich glaube, der Hauptgrund, warum wir heute diesen Rechtsextremismus bei jungen Leuten haben, ist, dass es den normalen Parteien an genügend Idealen fehlt, dass sie nur die Augenblicksprobleme behandeln. Sagte Rosenthal in den 1980ern und es ist bis heute aktuell. Aber zurück zur Fremdenlegion. Philipp hatte sich dort gemeldet, weil die Briten ihn mit seiner deutschen Staatsbürgerschaft nicht gegen die Nazis kämpfen lassen wollten. Also ab nach Marokko. Waffen putzen, reiten auf Maultieren, Quartier sauber halten, sonntags Möhren schälen. Sonntags gab es immer Möhren, das schreibt Rosenthal in seinem Buch »Einmal Legionär«. Und dann eines Tages hört er von dem kleinen französischen Ort Coucy-le-Château. Dort hatte er als Schüler einen wunderschönen Sommer verbracht, um Französisch zu lernen.
Die Deutschen hatten nun Straßen und die Brücke bombardiert. Es war Cossy-le-Château, das mich den Krieg begreifen ließ. Nicht Liège, Rotterdam oder Dünkirchen. Wir können die Erschütterungen der Welt nur durch das Medium des Kleinen und Persönlichen begreifen. Wir werden nicht durch den Tod von Tausenden von Soldaten aufgerüttelt, sondern durch den Tod eines Menschen, den wir kennen. Und es war Cossy-le-Château, das in mir zum ersten Mal den Gedanken weckte, wenn die Legion nicht in den Krieg ging, sei es vielleicht an der Zeit, die Legion zu verlassen. Seine Einheit kämpfte tatsächlich nicht, aber sie vorzeitig zu verlassen hieß desertieren. Das war gefährlich und fast unmöglich. Springer war unser zweiter Küchenchef, ein junger, kraushaariger, hübscher und gutherziger Deutscher. Er war der ideale Legionär. Tatsächlich war Springer der Letzte, von dem ich vermutet hätte, dass er ausbrechen würde. Aber eines Morgens war er fort. Als wir das nächste Mal von Springer hörten, war er tot. Philipp Rosenthal brauchte mehrere Versuche und die Erfahrung aus mehreren Straflagern, bis ihm die Flucht gelang. Die Jahre der Fremdenlegion bleiben ihm trotzdem wichtig. Jemand, der die Welt von unten kennengelernt hat, weiß, wie Leute sind, zu den Armen und zu den Verfolgten, der hat ein nüchternes Bild erstens von Leuten, die er trifft, und zweitens kann er das Gute im Leben mehr genießen. Wer nie arm war, sage ich immer, ist nicht reich. Und noch etwas brachte er aus Marokko mit, die Erkenntnis, dass der Prozentsatz von anständigen Leuten und Armleuchtern wie von intelligenten Leuten und Deppen unter Millionären und Arbeitnehmern gleich ist, nur die Chancen sind verschieden. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich Sozialdemokrat geworden bin, um die Chancen ein bisschen auszugleichen. Dazwischen lagen noch ein paar andere Stationen. Er machte eine Bäckerlehre, nach dem Krieg arbeitete er im Auswärtigen Amt und dann stieg er ins Porzellangeschäft seines Vaters ein, das die Familie nach der Enteignung durch die Nationalsozialisten wieder zurückbekommen hatte. Und? Aus diesen Erfahrungen heraus, die er in der Fremdenlegion gemacht hat, und er hatte doch immer wieder diesen dringenden Wunsch, und das merkt man tatsächlich im Unternehmen auch, möglichst viele Menschen an etwas Erfolgreichem oder an etwas Schönem teilhaben zu lassen. Der Millionär und Sozialdemokrat Philipp Rosenthal war beseelt von dem Gedanken der Mitarbeiterteilhabe am Unternehmen. Die Form der Mitbestimmung des Mitbesitzes, das ist mein politisches Hauptthema. Er war felsenfest davon überzeugt, dass Mitarbeiter, denen ein Stück des Unternehmens gehört, viel motivierter sind, aber auch gerechter entlohnt werden. Für diese Idee ging er in die SPD. Für diese Idee wurde er 1970 sogar Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Karl Schiller. Um dann aber festzustellen, dass die SPD anderes zu tun hatte, als sich mit seinen Botschaften zu beschäftigen. Da hat einer mal gesagt, es war einmal ein Staatssekretär, der merkte auch erst hinterher, dass Schiller nachzulaufen dann doch nicht gar so einfach ist, wie Teller zu verkaufen. Die Idee einer umfassenden Gesetzgebung für die Mitarbeiterbeteiligung scheiterte nicht nur an Schiller, sondern auch an den Gewerkschaften, die Nachteile für die Arbeitnehmer befürchteten, wenn ein Unternehmen zum Beispiel in eine Wirtschaftsflaute käme. Trotzdem ist bis heute diese Idee immer noch in den Köpfen vieler Wirtschaftsexperten. So manches Mal wurde sie in der ehemaligen DDR nach Mauerfall und Vereinigung umgesetzt, als Mitarbeiter die alten Staatsunternehmen übernahmen. Aber Rosenthals Scheitern lag wohl auch ein wenig an ihm selbst. Und dann ist es zudem auch noch so gewesen, dass andere Kollegen ihm vorgeworfen haben, er würde sich zu wenig einarbeiten in verschiedene Detailfragen und er wäre auch zu wenig präsent. Und das hat dann alles dazu geführt, dass er tatsächlich nach einem guten Jahr gesagt hat, ich lege das Amt wieder nieder. Er blieb weiter Abgeordneter. Rosenthal war bei seinen Wählerinnen und Wählern beliebt. Als er zum ersten Mal für den Bundestag antrat, nahm er in seinem neuen Wahlkreis Wolfenbüttel-Goslar der CDU sofort das Direktmandat ab. Rosenthal konnte Menschen begeistern und er begeisterte sich auch für ein Parlament, das nicht nur aus Berufspolitikern bestand. Seine Philosophie war, in der Politik müssen ein ausreichend großer Teil Menschen sein, die nicht Profipolitiker sind, weil nur die die Wirklichkeit des Lebens widerspiegeln. Und er würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, wie wenig Handwerker, Unternehmer, Wissenschaftler in der Politik sind. Denn er kam ja aus der Kriegsgeneration heraus, hat gesehen, wie Demokratie gemacht wird und hat damals schon die Gefahr erkannt,
dass zu viele Berufspolitiker zu viele Abhängigkeiten ihrer Partei und so weiter gegenüber haben. Und er hat das streng abgelehnt. Noch so ein Thema, das Rosenthal angestoßen hat, das aber bis heute noch nicht zu Ende gedacht, geschweige denn umgesetzt worden ist. Anders war das mit der Idee, Geschirr und Kunst zu verbandeln. Das hatte sein Vater schon gemacht. Philipp führte das fort und bezog auch Möbel- und Wohnkultur mit ein. Mitte der 1960er Jahre machte er Bekanntschaft mit Arnold Bode, Initiator der Kunstausstellung Documenta in Kassel. Die beiden entwickelten das Konzept, Künstler mit dem Werkstoff Porzellan experimentieren zu lassen. Rosenthal erhoffte sich dadurch, wie auch die Künstler, gute Geschäfte und höhere Verkaufszahlen. Ein Bode war dafür zuständig, die Kontakte zu den möglichen Künstlern herzustellen. Henry Moore, Marcello Morandini, Günter Uecker, Paul Wunderlich, Walter Gropius oder Salvador Dalí waren dabei. Also man hat da versucht, die verschiedenen Künstler angefragt, ob sie Interesse hätten, sich da eben künstlerisch mit dem Material Porzellan auseinanderzusetzen. Und ursprünglich hatte man gedacht, naja, das ist vielleicht eine Sache von ein, zwei Jahren. Und dann hat man die erste Reihe auch vollständig. Das war dann allerdings ein Trugschluss. Also alleine die Künstler zusammenzukriegen für diese Rosenthal-Reliefreihe hat mehrere Jahre gedauert. Summa summarum ist man dann erst 1968 dazugekommen, die erste Rosenthal-Reliefreihe tatsächlich der Öffentlichkeit auch präsentieren zu können. Künstlerisch ein Erfolg. Für Liebhaber ein Muss, für den ganz normalen Esstisch zu teuer. Rosenthals erschwinglicheres Alltagsgeschirr trug die Kunstaktion finanziell mit. Bis die Konkurrenz aus Niedriglohnländern zu groß wurde und mit hochpreisigem Sortiment überhaupt kein Geld mehr zu verdienen war. Heute ist das Unternehmen in italienischer Hand. Von der alten Idee der Mitarbeiterteilhabe keine Spur mehr. Er hat das Thema durchdacht. Er hat das mit Partnerfirmen und auch mit der Rosenthal AG gemacht. Es ist ihm aber nicht gut bekommen, weil als die Aktien relativ hohen Wert hatten, haben einige, aber zu viele Arbeitnehmer eben die Aktien verkauft. Und damit war der Zweck, also dass die Arbeiter auch einen Teil der Firma haben, eigentlich nicht erfüllt. Es war ein bisschen frustrierend für ihn. Aber das ließ er sich nicht anmerken. Er war ständig unterwegs mit seinen Idealen und Erfahrungen. Und zu Hause mit 5 Kindern? Ich glaube, für seine Generation typisch hat er nicht so viel Zeit mit der Familie verbracht. Also ich verbringe viel mehr Zeit mit meiner eigenen Familie und bin entsprechend sozial weniger aktiv. Aber die Zeit, die er hatte, war gut und ich hatte eine schöne Kindheit. Es sei nie langweilig gewesen mit dem Vater, erzählt Sohn Törpin. So gab es zum Beispiel die mehrjährige Etappenwanderung mit der Familie von Selb in die Türkei. Das sei schon außergewöhnlich gewesen, wie auch Philipps sportliches Engagement. Ich habe eine Regel, die ich seit 30 Jahren einhalte, dass ich 5 Übungen in der Woche mache. Und als Übung gilt 5 Kilometer Rudern, 4 Kilometer Skilanglauf, 3000 Meter Laufen, 10 Kilometer Radfahren. Und wenn gar nichts anders geht, 600 Meter schwimmen. Das war langweilig, ist aber auch eine Übung. Sagte er mit 82 Jahren. Auch Porzellan bleibt für ihn ein Leben lang wichtig. Aber nicht alles. Und dann, wenn Sie mich fragen, ob ich lieber auf dem Rosenthal-Teller Bratwurst mit Kartoffeln esse oder auf dem Nicht-Rosenthal-Teller Fisch mit grünen Bohnen, dann ist mir das Zweite lieber. Auf seinem Grabstein steht, vom Porzellan verstand der sogenannte König eigentlich sehr wenig. Schon mehr verstand der Bruder Roth vom Menschen und vom Ruderbrot. Ergänzt Sozialhistorikerin Alexandra Siemen-Butz. Der zweite Teil der Grabinschrift. Der letzte Rosenthal-Spruch, den er für seinen Tod vorbereitet hatte. Am 27. September 2001 war er morgens nicht mehr aufgewacht. Was bleibt, ist faszinierend designtes Geschirr, soziale Ideen und Wünsche, Bücher und Sprüche, die wie ein Schuss Milch in den Kaffee eine neue Farbe in den Tag bringen. Man muss immer nach vorne schauen und versuchen, nach vorne zu gehen, statt sich einzubilden auf das, was man ist, was ja zum großen Teil eine Glückssache ist. Im Zeitzeichen erinnerte Irene Geuer an Philipp Rosenthal, der am 23. Oktober 1916 geboren wurde. Redaktion Gesa Rünker. Zeitzeichen morgen über die Opernsängerin Sena Jurinac. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de